Moin. Willkommen wieder mal zu einem Tag in der Werkstatt. Ihr erinnert euch, ich habe mal einen Motor gekauft für die Chao auf dem Oldtimer-Markt. Und das sah anfänglich ganz gut aus, aber ich hätte vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken müssen. Ich habe dann gemerkt, dass die Kurbelwellenlager nicht mehr so doll sind und dabei unter anderem festgestellt, mal gucken, ob man das hier einigermaßen sehen kann. Ja, vielleicht nicht so gut. Das Lager hatte wohl mal gefressen und der Lagersitz ist hier beschädigt. Genau das gleiche hier. Lager hat gefressen. Lagersitz hat nicht mehr das richtige Maß. Und hier sieht man es auch schön. An der Kurbelwelle, wenn sich die Kamera jetzt mal ein bisschen fokussieren würde, wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Da passt es auch nicht mehr, da hat es gefressen. Und ich habe es nachgemessen. Und wir haben hier auf dieser Seite einen Zehntel Millimeter Unterschied. Es ist dünner, es hat sich also weggefräst. Hier unten ist der Durchmesser noch okay. Ja, schade drum. Noch dazu ist das Gehäuse hier beschädigt. Das hat man leider nicht ganz so gesehen, weil das hängt ja mit dem Lüfterdeckel fest. Und auch die Schrauben. Die eine ist war abgerissen. So, jetzt haben wir das hier. Ist alles nicht mehr so dölle. Gut. Da aber, also Zylinder und Kolben waren noch gut. Zylinderkopf ist auch gut. Also kommen diese ganzen Teile jetzt erstmal auf das Regal, ohne dass möglichst alles runterfällt. Ja, hier ist eine neue Kurbelwelle, Originalersatzteil von Piaggio, von Vespa. Und da drin ist ein Motorblock. Hier drin ist der Zylinder mit Kolben. Da habe ich gesagt, dann mache ich eben halt gleich alles neu. Hier ist das neue Plastikleitblech für die Lüftung. Ja, und dann bauen wir daraus mal einen neuen Motor zusammen. So, diese Nachbaumotorgehäuse, Originalgehäuse, sind schwerer zu kriegen, sind von der Verarbeitung her nicht so ganz doll. Also wie man sieht, hier ist normalerweise eigentlich ein Loch drin. Da kommt nämlich der Kabelanschluss fürs Licht ran. Das heißt, den müssen wir gleich noch ein bisschen durchstoßen und glatt feilen. Und man sieht es wahrscheinlich nicht ganz so toll, aber auch hier sind noch Bearbeitungsgrate, die erstmal noch beseitigt werden müssen, damit das alles auch vernünftig ist. Ja, dann werden wir mal ein bisschen nacharbeiten. Und dann geht's weiter. Das sieht auch schon ein bisschen besser aus. Soweit. Alles gut. Dann kann es weitergehen. Neue Stehbolzen wurden auch mitgeliefert. Leider keine modernen dazu. Wir wissen ja, dass das M7 sind. Aber die haben wir im Fundus. Das ist nicht das Problem. Erstmal lose mit der Hand eindrehen. So, und dann, wo sind jetzt?
mir? Da. Ist doch alles da. So. So, hier oben kontern. Eindrehen. Nummer 1. Nummer 2. Warum ist das, die Chao nur 3 hat, ne? Wieder eingespart. Ist immer wieder erstaunlich, wie minimalistisch dieser Motor ist. Nur 3 Stehbolzen. Alles relativ simpel gehalten. So, dann sind die auch fertig. So, dann wollen wir mal Zylinder und Kolben auspacken. Kolben ist drauf. Pfeil zeigt in Auslassrichtung. Ist soweit okay. So, wo haben wir denn jetzt die kleinen Sicherungsringe? Die haben wir hier. So, damit uns da nichts ins Kurbelgehäuse fällt, weil diese kleinen Biester hauen ja gerne mal ab. Haben wir jetzt die. Jetzt brauchen wir da eine ganz kleine, Spitzzange. Da immer genau aufpassen, dass sie auch wirklich in der Nut sind, sich da dreimal vergewissern, weil wenn die raushüpfen, dann ist der Spaß zu Ende. So. Die sind aber drin. So.
sprühen wir hier ein bisschen mit Öl ein. Damit das alles etwas leichter flutscht. Du willst nicht. Das ist Frickelkram. Das war etwas nervig, weil das ging jetzt nur so, dass ich den Kolben schon mal halb in den Zylinder gesteckt habe und dann den Zylinder mit Kolben langsam runter gesetzt habe, weil die waren so verdreht, die Pins im Kolben für die Kolbenringe, genau entgegengesetzt zu den Öffnungen für den Überströmer, wo man sie normalerweise immer schön zusammendrücken kann. Aber in diesem Falle funktionierte es nicht. So, Zylinderkopf. Jetzt müssen wir erstmal die Schrauben alle ein bisschen sauber machen. Jetzt kommt das Polrad noch drauf. Den Gummischniebel wieder rein. Der Deckel wieder drauf.
Ja, und das ist natürlich auch super. Hier fehlt ganz eindeutig die Befestigungsmöglichkeit. Mal ein bisschen zwischen die Kühlrippen schrauben. Der Sinn ist das ja eigentlich auch nicht. Also Nachbauteile, Kurbelgehäuse, Zylinder sind überwiegend Morgs. Also werde ich weiter den Ausschau halten nach einem schönen Originalmotor, aber das Ganze ist, wie gesagt, nicht so ganz perfekt, aber immerhin. Ja, immerhin. Man müsste jetzt mal gucken, ob er läuft. Ich will mir dafür nochmal von der Boxer oder von der C, die haben ja hier unten diese Triebsatzschwinge, die ist einzeln, da kann man Motor reinbauen, den Auspuff befestigen, sich dann zwei Füße darunter schweißen und dann ist das ein wunderschöner Motorprüfstand. Ja, das ist eins der nächsten Objekte, da muss ich mal Ausschau halten, wo ich sowas kriege. Aber ansonsten, ja, das war's mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.